Mal schauen, ob wir heute noch einen Einsatz reinkriegen oder ob hier noch irgendwas passiert auf unserer Streife. Was meinst du, Kollege? Ach, ich könnte mir vorstellen, dass wir noch den einen oder anderen Einsatz reinkriegen. Kollege, siehst du das? Da steht ein Auto. Das sieht ziemlich kaputt aus. Was denn da passiert? Da fahren wir mal hin. Oh. Oh, da ist ein Auto im Wasser. Ein Postauto. Uiuiui. Da müssen wir mal gucken. Kollege, fordere mal die Feuerwehr an. Okay, mache ich. Guten Tag, können Sie mich hören? Ja, okay, Sie sind eingeklemmt. Ja, keine Sorge, die Feuerwehr kommt gleich.
Das war Querbeat mit Guten Morgen Barbarossa Platz und jetzt folgen die Nachrichten. Es ist 10 Uhr. Hier sind die Nachrichten mit Ben Jordan. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind die aktuellen Nachrichten. Ein schwerer Unfall hat sich heute Morgen auf der Endenischer Allee in Bonn ereignet. Ein DHL-Lieferwagen ist nach einer Kollision mit einem PKW in den Rhein gestürzt. Der Fahrer des Lieferwagens konnte sich auf das Dach des Fahrzeugs retten und wurde von der Feuerwehr geborgen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kam es gegen 8 Uhr zu einem Unfall. Der Fahrer des DHL-Wagens war offenbar so sehr mit seinem Telefon beschäftigt, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er fuhr geradeaus weiter und stürzte schließlich über die Ufermauer in den Rhein. Kurz zuvor war er mit einem PKW zusammengestoßen, dessen Fahrer leicht verletzt wurde. Beide Fahrer wurden in das Universitätsklinikum Bonn gebracht. Der DHL-Lieferwagen und der PKW werden derzeit geborgen. Die Bundesstraße 9 ist in Richtung Innenstadt derzeit noch gesperrt. Die beiden Unfallfahrzeuge werden abgeschleppt. Wir haben unseren Reporter Kai Weber vor Ort. Kai, was kannst du uns noch zu diesem dramatischen Unfall sagen? Der Anblick ist wirklich erschütternd. Der DHL-Lieferwagen steht teilweise im Rhein. Der PKW ist schwer beschädigt, auf der Straße liegen geblieben. Kai, wie kam es zu diesem Unfall? Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der DHL-Fahrer während der Fahrt abgelenkt, weil er telefonierte. Er übersah eine Kurve und fuhr geradeaus weiter, bis er schließlich im Rhein landete. Wie geht es den beiden Fahrern? Beide Fahrer wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des PKW hat Glück im Unglück gehabt und wurde nur leicht verletzt. Der DHL-Fahrer wurde schwer verletzt, aber seine Lebensgefahr besteht nicht. Wie lange wird die Straße noch gesperrt sein? Die Bergung der Fahrzeuge wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Polizei geht davon aus, dass die Bundesstraße 9 in Richtung Innenstadt noch bis zum Mittag gesperrt bleibt. Vielen Dank für deine Eindrücke, Kai. Gern geschehen. Hier von der Unfallstelle an der Endenischer Allee meldet Kai Weber. Und nun zu den Mods. Alle Mods sind öffentlich und in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen und bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.